Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ja, ich lebe noch und ich habe mal, Stimme weg, tatsächlich mal wieder vor, etwas auf YouTube zu machen. Gerade ist es bei mir immer so, wenn ich ein Projekt anfange, dann streame ich es einfach und auf YouTube kommt dann einfach gar nichts mehr, beziehungsweise YouTube geht leer aus. Und ich bin tatsächlich auch einfach viel zu faul, die Videos bzw. die VODs so zu schneiden, dass ich die ganzen Sachen noch auf YouTube hochladen kann. Aber jetzt habe ich was anderes vor, nämlich ich werde einige Projekte für YouTube machen, die ich nicht streamen werde. Ja, ihr habt richtig gehört, die ich nicht streamen werde. Und eventuell nur kleine Ausschnitte von gewissen Streams rausschneiden werde oder halt bearbeiten werde, die ich auf YouTube zeigen werde, unter anderem von Pokémon-Spielen, wo ich jetzt tatsächlich wieder mein Hauptaugenmerk drauflegen möchte. Das Ding ist immer nur so mein ADHS-Kopf, ne? Interessenverschiebung ist sehr schnell, beziehungsweise, ne? Vielleicht kennt es ja wer, dass mein Interesse halt einfach mal ganz schnell von einem Projekt zum nächsten verschwindet. So, aber ich möchte jetzt tatsächlich My Time at Portia mal anfangen. Ich habe mich lange nicht rangetraut an dem Spiel hier, weil ich von vielen tatsächlich gehört habe, dass es sehr aufwendig ist. Also ich habe mir sagen lassen, es ist ähnlich wie Harvest Moon, Stardew Valley, Story of Season und so weiter. Aber doch etwas vielfältiger. Und ich weiß nicht, ich habe mich da nicht wirklich rangetraut, weil ich immer so dachte, okay, es könnte mir eventuell nicht gefallen, aber ich habe es jetzt einfach zum Schnäppchen bekommen und dachte mir, okay, machen wir einfach mal ein Projekt raus. Und demnächst kommt auch, also erst Anfang nächstes Jahres, My Time at Sandrox. Das ist jetzt aktuell wohl in der Beta und das schaut auch sehr interessant aus, ähnlich wie My Time at Portia. Und ich dachte mir, okay, das ist wohl der zweite Teil dazu. Und wenn der rauskommt, den würde ich dann auch gerne spielen wollen. Fangen wir doch erstmal mit dem, quasi in Anführungsstrichen, den ersten Teil an. Das wäre jetzt My Time at Portia. Und ohne jetzt lange rumzuschnacken, fangen wir doch einfach mal an. Ich klicke jetzt auf Neu. Und ich bin gespannt, tatsächlich. Wenn er dann auch lädt und das Spiel jetzt nicht abstürzen lässt. Hallo? Spiel? Bist du noch da? Ah ja. Okay. Mein Name ist Marco, der Fuck. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich hart zufällig ist. Also richtig harter Zufall. Das Spiel kann ja nicht wissen, dass mein richtiger Name tatsächlich Marco ist. Der Fuck? Lassen wir einfach mal so. Also wenn das Spiel schon sagt, alles klar, let's go. Okay. Ich glaube, ich bleibe bei Nummer 2. Schauen wir mal die Haare an. Achso, das ist die Haarlänge. Ich wollte gerade sagen, hä? Wieso schiebt er hier nicht hin und her? Können wir auch irgendwie... bitte keine langen Haare, danke. Oh, warte, warte. Ja, die sehen doch... Kann ich mich drehen? Ja, da tatsächlich... Oh, okay. Der hat ja hinten ganz lange Haare. Das war so jetzt aber nicht geplant. Schauen wir mal. Okay, ich kann einfach draufklicken. Dann macht er auch automatisch weiter. Das ist eigentlich ganz cool. Ha, ich weiß nicht. Ich bin immer mit so Standardfrisuren irgendwie... Achso, das hatten wir schon. Ich glaube, wir sind schon einmal durch, ne? Es gibt gar nicht so viele. Okay, dann werde ich wohl... Nee, bitte nicht so eine Schmalzlocke hier. Aber die sind alle immer ein bisschen länger hier, oder? Ach komm, nehmen wir einfach die. Können wir die Haarfarbe? Genau, die Haarfarbe ändern wir einfach mal direkt zu weiß. Also richtig weiß hier. Hardcore weiß, bitte. Das ist ja eher so... Wobei im Spiegel sind sie weiß, aber... Ist das gerade durch das Licht? Haarsträhne? Ach so. Nee, das war es aber auch nicht. Also im Spiegel sind sie komplett weiß, aber hier so eher leicht pink, lila, whatever. Ich gehe mal stark davon aus, dass es jetzt einfach am Licht liegt. So, Gesichtstyp. Was haben wir denn hier? Sieht alles etwas... ja, das bin doch original ich, oder?
Oh boy. Ich glaube, wir sind einmal durch, ne? Sah ja gerade so original aus, bin mir gar nicht mehr sicher. Junge, Junge, Junge. Shit, das sieht alles irgendwie komisch aus. War das original? Ich glaube, das war original. Ich lasse das einfach mal so. So, ach, guck mal, wir können sogar noch hier ein bisschen bearbeiten. Na gut. Braunposition machen wir ein bisschen niedriger. Ja, ein bisschen schmaler ist schon besser. Nicht allzu schmal. So. Augengröße. Wupp. Nein. Lassen wir mal so. Augenform. Ja, doch, kann eigentlich schon rund bleiben. So. Ah, ein bisschen näher. Okay, das ist okay. So, die Augenfarbe machen wir mal grün. So in Richtung grün. Da passiert rein gar nichts gerade. Achso, weil die zweite Augenfarbe. Oder? Ah, nicht sicher. Egal, lassen wir so. Passt schon. Untere Gesichtshälfte. Die Nasenposition. Okay. Nasengröße etwas kleiner, danke. Ja, kann auch etwas kleiner, sehr schön. Kann auch etwas höher, sehr gut. Es sieht ein bisschen unnatürlich aus. Warte mal, Kinngröße. Ja, passt schon so. Ja, ein bisschen schmaler. Ein bisschen gar kein Kinn, sehr schön. So, Deko. Natürlich haben wir einen krassen Vollbart, aber nicht so einen harten Vollbart. Warte mal. Gibt es noch einen kürzeren? Warte mal. Na. Also hier an der Seite würde ich eigentlich gerne komplett weglassen, aber gönnt mir nicht. Ich glaube, das lassen wir mal. Können wir mal bitte, wo ist hier nichts? Da ist nichts. Aber im Bart bin ich mir auch gerade sehr, sehr unsicher. So einen richtig krassen Schnauzer. Ich glaube, ich lasse einfach gar nichts. Okay. Ist glaube ich, vielleicht besser so. So, ich glaube, wir sind fertig. Wir fangen. Achso, jetzt soll ich meinen Geburtstag auswählen. Ich habe am 13. den. Wo können wir den Monat auswählen? Ist hier noch ein anderer Pfeil irgendwo zu sehen? Hier sehe ich einen Pfeil, aber. Können wir bitte. Ach, hier. Ah, okay. Wir haben hier wieder nur quasi 4 Monate. Dann habe ich natürlich im Sommer am 13. Dann haben wir ein Kampfkunstturnier. Ach so. Okay. Cool. Weiß zwar nicht, was das ist, aber schauen wir mal. Bist du sicher, das Event kann sich auf deine Gruppe auswirken? Na klar. So, und damit fängt das Spiel wohl an. Jetzt haben wir. Ach komm, wir haben gar nicht so lange mit der Charaktererstellung verschwendet, ne? Also nicht so viel Zeit, meine ich. Das geht doch voll klar, oder? Er lädt aber ganz schön lange, ne? Wenn du einen Fotorahmen hast, kannst du ein Foto dafür auswählen und ihn an die Wand hängen. Ah ja. Kann man hier so Fotos machen, Screenshots von der Landschaft und das einfach dann in der Hütte, im Haus, whatever, was wir dann nachher haben werden. Das ist hoffentlich nicht mein Haus hier. Aufhängen. Muss er jetzt die ganze Welt generieren erst? Ne, ich denke mal, die Welt ist statisch, ne? We're coming up on Portia. Whoa, that looks beautiful. What are you gonna do there? Ruin diving? Something like that. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Ah, good to be young. Well, good luck to you. Thanks. Okay, das sieht doch schon mal alles ziemlich groß aus. My time at Portia. Und ich gehe mal davon aus, dass Portia einfach das Land ist. Kontinent. Whatever. Hi. So, ich habe ein Fotoalbum gespeichert und ich habe ein Foto freigeschaltet. Alles klar. So, mit Space kann ich wohl Preston, weitermachen. how do you do? Ah, good to see you again.
Hope you had a pleasant journey from Barnarok, right? Barnarok. Yeah. Anyway, I'm here to show you to your workshop, so if you would please follow me, it's pretty close. Schade, dass es keine deutsche Synchro gibt. Würde es halt gerne alles vorlesen, aber ist halt Quatsch hier die ganze Zeit dazwischen zu quatschen. I wonder what it's like. I didn't get to know my pa too well. No one's been working there since your pa left Porsche so many years ago. He was a good friend. Yeah. Das Ding ist, es wird wahrscheinlich hier genau dasselbe sein, ne? Wenn du, also es ist eigentlich in jedem Farmspiel, das ich bisher so gespielt habe, egal wo du was vererbt bekommen hast, es hat angeblich ewig keiner mal was gemacht. Es ist ja nicht so, dass er vorher nie darauf gearbeitet hat und es hat sich komplett zurückentwickelt. Die ganze Farm oder Werkstatt in dem Fall jetzt hier oder sonstiges, das hat sich komplett zurückentwickelt. Da ist einfach nichts mehr. Du musst halt einfach komplett von vorne alles aufbauen. Ich frage mich, wo da bitte die Logik ist. Okay, so, wir können uns bewegen. So, sprinten kann ich mit Shift. Hey, lauf nicht so weit weg. Okay, ja, ich wollte auch nur kurz ein bisschen... Ah ja, guck mal, da sehen wir Ausdauer. So, Autorennen. Achso, ich kann hier einfach Mittelraum-Maustaste drücken. Oh, hi. Ah ja. Schön gleich gemütlich. Total. Schon wieder Foto freischaltet. Marco, wenn du dies liest, bin ich schon am Ende der Welt. Es tut mir leid, nicht für dich da sein zu können. Es kam alles so plötzlich. Ich hatte nicht viel Zeit, es dir zu erklären oder herauszufinden, wie ich für dich sorgen kann. Dann fiel mir diese Werkstatt ein. Sie macht nicht viel her, aber sie wird dich vor Wind und Wetter schützen. Ich lasse dir mein Werkstatthandbuch da, in dem ich notiert habe, wie ich die Werkstatt geführt habe. Der Rest liegt an dir. Gib dein Bestes und lebe ein wundervolles Leben. Du wirst immer mein ganzer Stolz sein. Dein Vater. Ah ja. Hier ist das Werkstatthandbuch deiner Paws. Take your time. Komm zu der Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it. As much as I'd like to give you a builder license right away, you need to prove your worth through a couple of tests. Ah ja, natürlich ist immer alles hier an Bedingungen geknüpft. Got it. Tomorrow. Anyway, I'll leave you be. Get some rest. Bye, Presley. Thanks for your help. Sehr schön. Den ersten Tag komplett verschwendet. Sowas mag ich ja. Aufwachen. Sleep well at all from all the breeze coming through the cracks last night. Hm. Er sagt dann noch so homely. Sieht sehr gemütlich aus. nicht sicher. Missionsstart. Achso, ich muss Autolauf erstmal wieder ausmachen? Nee. Dieses Loch schließen? 3 Holz benötigt, um die Lücke zu schließen. Alles klar. Ich kann hier gerade nichts machen, weil ich einfach noch nichts habe. Beenden? Hä? Wenn ich auf die Tür klicke, beenden. Alles klar. So, funkelnde Objekte sind meistens aufsammelbare Rohstoffe. Alles klar. Klicken, um das Tutorial anzusehen. Das Missionsziel ist auf der Weltkarte mit einem Stern markiert. Und springen. Das machen wir mal kurz. So. Hier ist sicher aber nichts Tutorial-mäßig. Klicken, um das Tutorial anzusehen. Escape. Wo ist da das Tutorial? Hallo? Funkelnde Objekte. Ja, gut. Schauen wir mal. So, wir haben hier einen Arbeitstisch. Und hier kann ich... Okay, Schwerter herstellen. Die ganzen Tools herstellen. Ausrüstung, wie ein Holzkorb, ein Talisman. Warte mal, was kann der? Praktischer Korb aus Holz. Kann keinen schweren Gegenstand erhalten. Okay, kritische Trefferchance 3% mit einem Holzkorb. Ja klar, einfach mal gegen den Kopf hauen, dann triffst du auch kritisch. So, ein Amulett hergestellt aus Holz und Stein. Sieht hübsch aus. Die Verteidigung erhöht um 5. Verstärken wir das, oder Marmor? Bin mir nicht sicher, ob wir das relativ früh kriegen. Aber Holz, ja, schauen wir mal. Die Muschelhalskette. Eine Halskette aus Muscheln. Ein nettes Geschenk. Angriff plus 5. Verkaufspreis 13. Ah ja, komm, die kann man theoretisch auch alle verkaufen. Tierfett von Beute. Gibt einen angenehmen Blütenduft ab. Maximale Ausdauer plus 9. Ist das auch ein Accessoire oder was? Kann ich das ausrüsten? Nicht sicher.
So, dann haben wir hier Nahrung, die Kräutermischung, für kleine Kratzer gemacht. Ein Muss für jedes Zuhause. Okay, also Heilung einfach. Einfach auszutragen, wirklich schnell, um die Blutung zu stoppen. Die einfache Wundsalbe. Kann man zur Not wohl auch kaufen. Das auch. Und das nicht. Von gefahrvoller Ruin, also wahrscheinlich so ein Dungeon oder Loot Drop halt. Zur Not kann man das halt craften. Und das kann man beides wohl auch kriegen. So, was haben wir hier? Ein Teetisch. Mhm. Ein kleiner Tisch, angefertigt aus feinem Holz. Bei Platzierung im Haus werden zusätzliche Attribute aktiviert. Und was für Attribute? Ah, hier, maximale Ausdauer plus 4. Ah, ja, okay, das ist cool. Eine Kiste aus Holz. Sie bietet Platz für viele Gegenstände. Okay. Muss ich also noch Kisten herstellen, damit ich mehr Platz irgendwo habe? Ein Stuhl? Die Frage ist, wie viele kann ich davon hinstellen? Ich könnte theoretisch das ganze Haus auch einfach mit Stühle vollkleistern und dann wird meine Ausdauer unendlich aufgedingst. Steintisch. Ein Tisch aus Stein und Marmor. Sieht gut aus und ist praktisch. Okay, Marmor ist wohl ein seltener Drop, wohl wenn ich Steine abbaue oder was? Hm, schauen wir mal. Steinhocker, da brauche ich nur. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist noch eine ganze Menge. Hier haben wir zwei Ausdauer, bequem und praktisch. Im Sommer eignet er sich gut zum Sitzen und Hartholzsofa. Ein Einsitzer hergestellt aus stabilem Holz. Ziemlich komfortabel. Und der Wassereimer wird verwendet, um Wasser zu sammeln. Nichts Besonderes. Okay, die Gesundheit wird hier sogar noch erhöht. Oh, das ist natürlich geil. Plus 15. Ein hohes Holzregal wird verwendet, um Bücher und kleine Gegenstände zu verstauen. Hartholz. Ah, mal gucken, ob wir das relativ früh finden. Ein Schleifstein. Eine gigantische Steinreule zum Schleifen von Metallen. Oha, muss ich also noch Metalle veredeln? Also, weiß ich nicht, ob ich Rohmetalle finde, die ich dann hier noch, veredeln muss. Ein Grundelement für die Fertigung wird von Bäumen und Büschen gewonnen. Hm? Also ich kann, was brauche ich denn hier? Hartholz? Hartholz kann ich zu Holz machen, oder was? Fallenkiste. Ein nützliches Werkzeug, um Beute von umherwandernden Pflanzenfressern zu erhalten, ohne diese zu verletzen. Ah ja, also so wie von Kaninchen und, was gibt's noch? Ich kenne nur Kaninchen. Lol. So, Missionen haben wir gerade keine. Sehr schön, dann haben wir uns einfach mal alles angeguckt. Da wird's wahrscheinlich noch, ey, ist nicht mehr zu verkaufen, ist das meins. Wird wahrscheinlich noch einiges freigeschaltet. Und wer bist du? Ah, wir haben Post. Ah ja, schön, dass es automatisch öffnet. Von Portia Times. Hallo, neuer Abonnent. Dies ist die Portia Times. Wir werden von der Stadtregierung und der lokalen Zweigstelle der Handelsgilde gesponsert, um die kostenlos die aktuellsten Neuigkeiten unserer Stadt zu bieten. Wir erscheinen monatlich. Du bekommst die neue Ausgabe also immer am ersten Tag des Monats. Wenn du irgendwelche Fragen oder Sorgen hast, zögere nicht, unser Büro an der Hauptstraße aufzusuchen. Alles klar. Dann machen wir das mal. So, jetzt gucke ich mal. Oh, hier ist eine Truhe. Kann ich die direkt öffnen? Tatsächlich. Alte Handschuhe. Okay, kann ich jetzt damit zuhauen, oder was? Oh, what the fuck? Ich hau einmal zu, direkt die FPS hier eingedroppt. Dieser Tritt ist ja mal hardcore. Kann ich damit die Bäume kaputt... Ah, guck mal hier. Ah ja, das sind leuchtende Sachen hier. Und das kann ich wahrscheinlich nicht abbauen. Ach, ich krieg sogar Erfahrung, wenn ich Sachen hier einsammle. Leuchtet das ja auch? Nee. Einfach mal alles einsammeln, was ich jetzt hier sehe. Weiß gar nicht, ich muss Presley treffen, steht da gerade. Zur Hand ist. Oh, was haben wir denn hier? Das ist diese Dings oder was? Ah ja, buntes Lama und Baumwolllama kann ich jetzt hier fangen. Da brauche ich aber Kopfsalat, Kumin und natürlich die Fallenkiste, die ich noch nicht bauen konnte. Weil mir die Materialien gerade fehlen. Oh, das sind die Lama. Kann ich die auch einfach so umschnitzeln zur Not? Die sind Level 3. Oh, okay. Level 5. Interessant, dass die alle so ein eigenes Level haben. Ich habe jetzt ein bisschen Stein, ein bisschen Holz. Ich hätte sie ja theoretisch mal angreifen können, ne? Aber die sahen so süß aus.
Ah ja, Ausweichrolle. Du, das verbraucht aber gute Ausdauer. Auch noch Steine. Einfach am Wegesrand die ganzen Steine mit aufsammeln. Passt schon. So, wenn ich gleich so weitermache, bin ich gleich Level up. Was ist das SP? Ist das meine Ausdauer, die ich... ich sollte vielleicht nicht allzu viel machen. Ich glaube, das sind meine Aktionspunkte, ne? Die ich brauche, um tägliche Dinge, Sachen zu machen. Nicht sicher. Aber gut, ich muss, glaube ich, eh einsammeln, weil ohne die Dinger kriege ich, glaube ich, die Tools gar nicht gebastelt. Also ist das schon in Ordnung. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich die Steine nachher hier alle abbauen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe. Okay, das sieht schon ziemlich hart aus. Kann ich eigentlich die Insekten auch einsammeln? Also einfangen, meine ich. Oh, bin ich hier richtig? Ne, warte mal. Das ist eine Baumfarm hier. Kann ich da rein? Ja, ja. Dawa. New in town? I'm Dawa. It's really easy to get me mixed up with my brothers, so don't be surprised. Da ich deine Brüder nicht kenne, werde ich dich nicht verwechseln. So, unterhalten wir uns doch einfach mal. Such an honor to take over the Podia Tree Farm. Wood is one of our largest exports, you know. It brings in a lot of money for Podia's treasury. Naja, gut zu wissen. Was ist SSP? Sagt mir gerade gar nichts. Trainieren. Na, ich lasse das mal, bevor ich nicht weiß, was es ist. Wird mir hoffentlich früher oder später noch näher gebracht. Baumschule ist zurzeit geschlossen. Oh no. Voll gemein. Aber gut, ich habe eh keine Axt. Sprich, ich könnte wahrscheinlich eh nichts machen. Sind Früchte dran? Kann ich hier den Baum schütteln, um die Früchte zu bekommen? Tatsächlich. Kommt runter da! Also wenn ich Aktion mache... Oh, da... Ah, guck mal. Ich sammle einfach auch die ganze Zeit Erfahrung. Passt schon. Die SP... Wurde die SP eigentlich gerade aufgefüllt? Nebenbei? Ich war doch schon unter 100, oder? Ich habe jetzt 4 Äpfel... Nee, 5 Äpfel gekriegt. Kann man die ja nicht auch auffüllen, wenn man irgendwie Nahrung kocht oder herstellt? Weiß halt immer noch nicht. Wie konnte man die Karte öffnen? Ah ja. So, wir sind jetzt hier. Und ich sollte... Wo sollte ich hin? Presley treffen zur Handelsgilde. Okay, die Handelsgilde ist... Da. Und ich bin... Hier. Also ich muss einmal komplett zurücklaufen. Wo war mein? Da war mein Zuhause. Ah ja, ich bin hier abgebogen, ne? Ich bin hier abgebogen den ganzen Weg lang. Also ich war eigentlich schon fast da. Hat niemand gesehen? Hat niemand gesehen? Dann laufen wir einfach mal zurück. Ich meine, ich muss mich erstmal ein bisschen schlau machen, ein bisschen erkunden. Sollte doch, glaube ich, jeder am Anfang machen, damit er sich hier zurechtfindet. Ganz viele Hühner. Ob ich auch Hühner halten kann? Warte mal, das ist kein Huhn hier. Was bist du? Oh, ich kann sogar rüberspringen. Du bist eine Ente. Achso, mit F. Yo, du. Oh, da habe ich das Hühnchen ein bisschen erschreckt. Oh, Emily. Hallo. Hey there. Hey there. It's so nice to have new people move into our town. Aber klar, du bist süß. Granny's farm. It's so full of life. I can spend a whole day tending the crops and playing with the animals. Na, bis sie auf dem Teller landen. Hab ich nicht gesagt. So, beschenken wir dich einfach mal. Hier, ich gebe dir einen Apfel, okay? Achso, du willst... Guck mal, die will nur Schmuck und sonst Scheiß haben. Ah, Beziehung plus eins. Sehr schön. Direkt mal die Beziehung aufbauen. Emily wird meine Braut, okay? Finger weg. So, schauen wir mal.
Habe ich jetzt den Weg zurückfinden? Kann ich eigentlich... Nee, ich kann nicht weiterlaufen, während ich die Karte öffne. Aber wir sind gleich da, wie es scheint. Hier ist die Stadt. Runtergekommene Stadt. Nein, aber wir spielen ja im postapokalyptischen Setting hier. Sprich, ist irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht, was genau passiert ist. Aber irgendwas ist passiert. So, wo muss ich lang? Einfach geradeaus. Da rein? Nee, da rein. In die Handelsgilde. Nice to see you. Nice to see you. Geht so. Good, good. Let me introduce you to the Commerce Guild. We're the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. We're pretty busy throughout the year. Was du nicht sagst. Now then, let me give you your builder test. Krass, gleich was 10. Easy. Make an axe and pickaxe and bring them to me. Okay. You need to have wood and stones to make these. You can gather them on your own or buy them from the Total Tools and Central Store. Das wird niemals passieren. After you have the raw materials, you need to craft the items on a work table. I saw your pa's old one in your yard, so check and see if that still works. Naja, er funktioniert, ich habe schon nachgeschaut. Okay, hier leuchtet ganz viel. Aber Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Ich habe ein bisschen leicht überzogen, aber das passt schon, oder? Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder sonstiges da. Wenn nicht, ist auch okay. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Deutsch ist gut, ne? Voll gut diese. Also, bis dahin. Tschüss.